Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Raft im Multiplayer zusammen mit Hannah. Hallo. Und Pascal. Mahlzeit. Lange ist her, dass man wieder Raft. Ein paar Wochen, ja. Tatsächlich habe ich allerdings die Folge 15 erst heute Morgen geschnitten. Das heißt, ich weiß sogar ungefähr, was los ist. Entgegen der Aussage am Ende der Folge 15, wo wir gesagt haben, wir werden gar keinen Plan mehr haben. Allerdings. Ja, eigentlich war doch geplant, dass du jetzt eher schon schneidest. Allerdings, wie geplant war, dass du alles schneidest, das habe ich dann ja noch übernommen. Ja, egal. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich danach noch ein bisschen vorgespielt und da wusste ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, was ich da genau gemacht habe. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall schon zum Story Island gefahren bin, zweimal. Allerdings bin ich dann beim zweiten Mal nochmal zurückgefahren zu irgendeinem 800 Meter entfernten Insel. Das ist jetzt die hier. Und die müssen wir noch looten. Außerdem können wir dann mal das Ladegerät bauen, die Motorsteuerung, weil ich habe auch eine Menge Titan mittlerweile auch schon gefunden. Das können wir gleich mal erforschen. Das kann Pascal mal an den Forschungstisch machen. Ach nö, dann muss Titan, ich das ja schneiden. Ne? Ja, wo hast du Titan gefunden? Ja, ist schon. Wie heißt das mit dem Metalldetektor? Ah, okay, also doch, wie wir gedacht haben, mit Metalldetektor, ja. Wenn du da suchst, genügend. Okay. Haben wir noch irgendwas zum Traden? Die Fische? Ich hab Fische. Ja, okay, dann trade die mal. Ich hab spezielle Fische. Das sind deine Rang 2 Dinger, ne? Da habe ich noch einen Clip gesehen, ja, war irgendwie noch abgespeichert. Keine Ahnung, warum das aufgenommen ist. Wo ist denn der Stand? Geh vom Floß runter Richtung Insel und dann siehst du ihn. Er ist so. Ach, da oben ist das Vieh. Ja. Das Vieh, das ist ein Laden. Aber ja. Meine ich ja. Genau, ich hätte ja noch den Clip da reingeschnitten, wie ich dort hier was gesucht habe, aber das habe ich ein bisschen öfter mal gemacht. Also man findet eigentlich auf jeder Insel ein bis zwei, bei den großen halt zwei, bei den kleinen nur eins. Von solchen. Verstecken. Hast du dich hier schon gesucht? Nee, wahrscheinlich. Ich bin gerade dabei. Ah, okay. Allerdings bin ich verwirrt. Weil Titan wird, glaube ich, irgendwann noch, wenn ich mich richtig erinnere, unglaublich notwendig für alles. Ja, wir haben ja jetzt schon das Ladegerät mit Titan, das wir erstmal erforschen müssen. Das mache ich dann von mir aus gleich. Mhm. Dann die. So, verkaufen. Schaumspucker. Für 100 Ansehen und 100 Handelsmünze. Oh nein, ich höre schon wieder. Ah, das klirrt in meinen Ohren. So schön. Schweinchen. So. Jetzt haben wir 20 Handelsmünzen. Super. Wir können auch schon Rang 2 Dinger kaufen. Ja. Ein Tic-Tac-Toe-Spiel. Wow. Was man also Fundamentzähler. Den haben wir schon. Ach, den haben wir schon, okay. Wir haben schon mal bei Tier 2 gekauft. Ja. Fortgeschrittene Angelköder war der, den wir jetzt schon hatten, ne? Jo, genau. Aber noch nicht genügend Level für Fang, deswegen würde ich da vielleicht nochmal welche kaufen. Könnte mir jemand. Ja, okay, ich muss gerettet werden. Aber ich brauche jetzt mal Müllwürfel, ich habe keine Müllwürfel dabei, ich habe nur die Handelsmünzen dabei. Deswegen. Wenn du auf der Runde weitergehst, zum Haus und dann weiter auf die Fläche. Okay. Dort läuft ein Schweinchen rum. Über den See gehen. Über den See gehen und dort auf der Fläche, da liege ich. Hier, nehmen wir gleich wegsterben. Mimi. Der hat ordentlich kassiert. Wetten, da muss man nur noch einmal draufhauen, dann ist der tot. Ich würde gleich mir mal Müllwürfel besorgen und dann nochmal mir Köder holen, damit wir nochmal Fische angeln können, die wir nochmal verkaufen können, damit wir dann auf Rang 3 auch aufsteigen. Ja, das dauert, glaube ich, noch. Nö, so viel fehlt da gar nicht mehr, glaube ich. Okay. Ich glaube, wenn wir jetzt nochmal 20 Köder holen, dann sollten wir es gehabt haben. Wir können dann die Pläne für die fortgeschrittenen Dinger holen, dann. Dann sehen die vielleicht nicht mehr so hässlich aus. Stand jetzt bei Tier 2 noch irgendwas aus, was wir kaufen wollten davon? Oder? Ja, die Baupläne. Okay.
eine Ausrüstungskiste in die Müllwürfel. Aber genau. Nee, warte mal. Stimmt, ich habe die in die zweite Reihe, glaube ich, irgendwie gepackt bei den im Lagerkiste. Steht auf jeden Fall dran, müsste. Ja, wenn du. Ich habe ein bisschen Handelgeschichte. Ja, Handel. Hier gibt's eine Handelkiste. Mhm. Genau da. Wie gesagt, ich habe mal ein bisschen aufgeräumt. Die zweite Plankenkiste mittlerweile angefangen, weil die erste voll war. Du hast doch eine weitere Essenskiste, die ich gerade angemalt habe. Die zweite Kiste ist voll. Was? Die zweite Kiste ist auch voll? Ja. Oh. Ich muss wieder bauen. Ich habe ein bisschen viel wahrscheinlich gemacht. Bisschen. Aber ich kann wieder bauen. Yay. Ach nein, lass doch die Planken erstmal übrig. Lass uns erstmal überlegen, was wir machen wollen. Bauen? Vielleicht wollen wir irgendwelche Großprojekte oder so Maschinen oder so noch bauen, die viel Planken brauchen. Vielleicht wollen wir auch endlich mal ein fertiges Haus haben? Also wenn das Haus fertig ist, lass eine Kiste voll übrig, ja. Ich glaube, so viel brauche ich auch nicht mehr für das Haus. Ist ja schon so gut wie fertig. Ich finde es ja auch cool, wie der Schrank größer ist als die Kisten, aber viel, viel weniger Speicherplatz hat. Aber dafür ist der Schrank dekorativ. Ja, stimmt. Ich habe hier, zweite Kiste habe ich hier gebaut. Dann habe ich das hier ordentlich sortiert. Hier sind Planken drin, da sind Planken drin. Also Planken 1, Planken 2, Handel, Stein und Federn. Hier ist Wolle und Leder drin, da unten sind Palmblätter. Genau, das sind Batterien, Metalle. Hier sind 4 Titanbahnen schon fertig drin. Plastik, eine ganze Kiste. Farben, Stuff ist geblieben und Schrott ist auch noch ein bisschen mehr gewesen. Genau, das ist wie gehabt. So, jetzt erforsche ich den Titanbahn. Tadam. Fortgeschrittenes Sammelnetz. Tadam. Upe, Kontrollding. Wolltest du deine Freunde zu ärgern? Na, haben wir schon. Naja, ich weiß. Und Ladegerät. Wir haben alles gelernt, was wir gerade hatten. Hier nice. Aber an Rezepten bei Rang 2 gibt es nur die fortgeschrittene kleine, mittlere und große Anbaufläche. Ja. Aber die haben wir auch noch nicht. Glaube ich. Würde ich aber auch nicht kaufen, muss ich ehrlich sagen. Weil die sind wie die normalen Anbauflächen, nur ein bisschen kleiner. Dass du ein bisschen Platz sparst. Aber die bestimmt sehr, auch, viel mehr die sehen bestimmt dafür. Auch schicker aus. Also diese Holzdinger, die wir hier haben bisher. Apropos, wir können unsere ganze mal umbauen auf diese schicken Planken, wenn wir schon mal so viel Holz haben. Das wird das nächste Bauprojekt, oder? Aber dafür brauchen wir für die Dinger brauchen wir auf jeden Fall eine große Menge an Handelsmünzen und Dingens. Ja, Müllwürfel. Ja, aber gut, dafür habe ich jetzt erstmal ja 20 Köder. Und wollen wir dann ablegen von der Insel? Ich habe das Ding ja noch nicht gefunden. Achso, dann finden wir, danach können wir doch ablegen, oder? Mhm. Wir werden nochmal einen weiteren Handelsposten irgendwo finden. Das Fluss, das sieht schon ganz cool aus, so mit ein paar mit den beleuchteten Fenstern. Ja, und wir haben das Haus gebaut und die Lampen da drinnen. Ja, Pascal, du hast ein schönes Haus gebaut. So. Schauen wir mal. Klingt schon nach Eigenlob hier. Ladegerät. 15 Plastik. Beziehungsweise wir machen uns mal auf die Socken. So, und Tobi wollte, dass ich unbedingt Planken verbrauche. Na, zumindest eine Kiste. Das soll sich, glaube ich, einrichten lassen. Ja, du kannst das Dach oben neu bauen. So, erst muss ich mal mein Inventar entleeren. So viel Zeug drin. Haben wir irgendwo eine Kiste für Honig? Ja. Echt? Na, Stuff, ne? Ja. Beziehungsweise bei den Bienenwaben. Ah ja, es sind Bienengläser drin, aber ist Stuff. Aber kein Honig. Ja, der Honig ist bei den Bären. Bei was? Bei den Bären, bei den. Wo sind die Bären? Hier unten. Hier. Bei den Essenskisten. In der unteren Kiste. Ach, da ist Honig. Okay, so, ich brauche Essen.
Okay, 700 Meter. Was wollte ich machen? Ich brauche 3 Schrott. 1, 2, 3. So, ich nehme gleich mal ein bisschen mehr, damit ich dann wieder was habe. Eine Leiterplatte. Wait, what? 4 Titanbarren? Ich dachte, ich hätte ein paar. Scheiße. Okay. Wir haben noch ein paar Titanbarren in der Metallkiste. Und 4 Titanbarren. Ja. Ein fortgeschrittenes Netz, ne? 4 Titanbarren. Ja, ich weiß nicht, ob wir fortgeschrittene Netze wirklich bauen sollten. Nee. Du bist jetzt nicht am Anfang. Hier so ein bisschen Kupfer. Dann eine Menge Plastik. Dann hier so ein bisschen Glipschi-Zeug. Gut, Glipschi-Zeug. Daraus kann ich eine Platine bauen. So. Jetzt ist die Frage, baue ich einen Motorkontrollpunkt? Kann ich nicht. Brauche noch 2 Titan. Der kostet aber 6 Titanbahn. Aber lohnt sich der mehr als die Batterieladestation? Ich würde schon sagen, oder? Also im Moment. Wobei, nee, wir wollen ein neues Feature haben, also bauen wir die Batterieladestation. Wo wollen wir die denn hinpacken? Die muss an Treibstoffrohr. Kommt die hier hinten hin? Dann brauchen wir noch Treibstoffrohre. Warte mal, davon hatte ich noch ein paar. Kann ich eine neue bauen? Hä? Wo ist der Müllwürfelmacher? Links neben der Tür, habe ich vorhin gesagt. So, Batterien. 2 Stück. Nein, halt. Erst brauchte ich die Rohre. Nein, ich bin nicht. Island in Sicht. Oder was auch immer das ist. Es ist auf jeden Fall groß. Diese Holzbadewanne hier. Was hast du gegen sie? Die steht hier oben in meinem Flur. Du wolltest sie haben, oder? Nee, warte, du wolltest sie nicht haben und deshalb steht sie da. Richtig. Ich hab, die hast du damals gecraftet und ich hab gesagt, die kannst du in dein Zimmer stellen, wenn du da mal eins hast. Hast aber nie gemacht, sondern hast sie auf den Flur gestellt einfach. Hä? Hast du jetzt gerade hingestellt? Ich hab nichts hingestellt, ich hab den Stein an den Kopf geworfen. So. Mal wunder, was das für Partikel da unten auf dem Boden waren, so ein Steinreste. What the? Pascal, schau mal aus dem Fenster. Ja, aus welchem? Das ist cool. Aus vorne, irgendeinem. Links oder rechts? Vorne. In welche Richtung fahren wir denn? Oh. Hat eine kleine Glaskuppel. Oh, lenken, 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 lenken. Ein Stück müssen wir noch fahren. Drumherum. Das sind so Pfeile. Ich finde die Glaskuppel schon cool. Jetzt erinnere mich an ein Video, als ich geschaut habe, wo Leute was Ähnliches gebaut haben. Halt nur nicht ganz so groß. Du Gott. Das kostet aber 6 Titanbahn. Weißt du, wäre das so ein normales Item, da könnte man einfach ein Titanbahn damit verkraften. Aber nein, das kostet 6 Titanbahn. Motorsteuerung. Oops.
Tucker, 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 Tucker. Da ist es. Krass. Ey. Muss noch lenken können, du blöde Fahne. Was macht ihr denn da hier für einen Schaukelkurs? Fuck, Tobi. Das hat nicht so gut geklappt. Ich darf verkünden, das Haus ist fertig. Na so, oha. Ja. Für so, für sowas hätte ich gerne die Motorsteuerung. Hier oben? Auf der Dachterrasse? Ja, genau. Soll ich den Anker? Ja, Anker. Anker ist ausgeworfen. Ja, okay, perfekt habe ich es jetzt nicht hinbekommen. Das habe ich schon mal schön hinbekommen. Aber passt noch nicht mehr ganz rein. Unser Floß ist zu groß. Ist das nicht Problem, ganz? Dass das Haus fertig ist? Hä? Wieso das Problem daran, dass unser Haus fertig ist? Ich habe nichts mehr zum Bauen. Ja, wo geht's hoch hier? Oha. Sieht schon eklig aus. Wir kommen auf der Dachterrasse. Kann man so, können wir fast reingehen dort? Na. Ich glaube, wir sollten ein Stück weiter, weg parken hier. Der Schrei war gut. Hier, sie konnte Charakter nochmal gewechselt. Deshalb klang der Schrei jetzt gerade anders. Wupp. So. Und mein Stickel weg hier. Damit wir nicht die ganze Zeit dagegen bouncen. So, Leute, rüstet euch aus. Gut, jetzt bin ich bereit. Cool. Achso, ich hab noch dann nicht geguckt, ob die. Das ist voll. Das ist voll. Da hat anscheinend schon jemand dran gedacht. Finde ich gut. Die Sprinkleranlage. Ja. Ja. Aha. Okay. Wir können reingehen. Sehr schön. Hui. Oh, hast du die Tür schon aufgemacht? Ja. Ich will die aber auch nochmal aufmachen. Dann mach die zu und wieder auf. Und dann stehe ich davor. Dann könnt ihr das als... Pascal, epischer Moment. Ja, genau so funktioniert das. Dankeschön. So, dass wir geeinigt haben. Da können wir nicht lang. Ich sehe schon ein bisschen cool aus, ha? Aber auch nur so ein bisschen. Hier sind Kakerlaken auf dem Boden. Warum ist ja nicht so dunkel? Kann ich mir mal hell machen hier drinne? Pascal. Oh Gott. Warum solltest du eine Stirnlampe einhaben? Elevator, Surface Access, Plantation, Storage Area, Generator, Cafeteria. So, hier geht's noch nicht rein, ne? Tür von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir müssen in die Service Areas. Wie heißt das auf Deutsch? Betriebseinrichtungen oder so? Nee. Servicegebiet. Maschinenraum. Keine Ahnung. Leute, denkt dran, haltet nach Gegenständen Ausschau, die wir so einsammeln müssen für Quests, ne? Ja. Loading Bay. Also wir kommen von der Loading Bay. Um das mal zu klären. Ja, klar, so das kann auch Storage und Generator. Cafeteria ja, bietet als erstes. Was ist das eigentlich für ein Vieh da? Das ist eine Ratte. So ein scheiß Ratte. Aber in groß.
Okay, mein Schwert ist kaputt gegangen. Gut, dass ich zwei extra habe. Das sieht aus wie Kanalisation, so ein bisschen. Ja. Eigentlich brauche ich meine Standardwaffe nicht so. Batterie schon. Ich ziehe die mal an für die Aufnahme, sonst muss ich da wieder die Gamma hochstellen. Das sieht nicht so doll aus. Ja. Ist mehr Schnittaufwand für dich, Tobi. Nee, es sieht vor allem nicht so doll aus. Der Aufwand ist gering, aber. Ja, stimmt, aber Gamma höheren Wert einstellen. Schauen, ob es gut aussieht. Da ist noch eine Ratte. Hast du auf, dass Pascal nicht stirbt? Ich habe einen Speer. Man kriegt von jeder Ratte ein Fleisch. Glückwunsch. Hm. Aber hier ist auch nichts, oder? Nee, wir sind noch nicht in der Cafeteria. Wir sehen, ob wir uns so ein schönes Schnitzelbrötchen holen können oder sowas. Ach, das ist dann die andere Seite wahrscheinlich davon. Boah, sehr unaufgeräumt hier. Was ist eine scheiß Ratte. Und hier ist Tonic. Plastik. Und Schrott. Ich habe eine Notiz gefunden. Captain Pulley ordered us to push the engines to their limits. We're trying to outrun a fleet of rockets. It's going to overheat the reactor. Sent the message up the tower. Tully doesn't care. I hope you're faring better, Hanna. Much better. Irgendwie wiederholen sich hier Namen, habe ich das Gefühl. Ja, natürlich. Aber ja, ist auch eine fortschreitende Story. Aber wir wollen ja wissen, was mit diesem einen durchgetretenen Kerl da los ist. Oh Gott. Irgendwie ins Ungewisse stürzt. Nee, nicht wegrennen. Wo seid ihr? Ich bin geradeaus. Ja. Anna, aber es scheint mir ein bisschen so, als würden wir alle Wege dorthin kommen. Ach so. Ah ja. Hier war einfach nur ein Item. Teil eines Generators. Scheint so, als müssten wir hier die Energie wiederherstellen. Ja, sieht doch ein bisschen stromarm hier aus. Aber dann leuchten die Schilder noch. So, Cafeteria, waren wir hier nicht gerade schon? Lol. Ja. Hier ist die Küche. Nein, da war ich. Ja, hier ist die Küche. Und da vorne ist die Cafeteria durch die Tür durch hier. Ja. Ah ja. Wieder. Okay. So. Tür von der anderen Seite verschlossen. Das kann man ja. Storage Area Plantation. Storage Area, hier. Wo? Was? Wie? Wer? Ein Puzzle! Wo bin ich? Im Storage Area. Ach hier. Da ist er angelaufen. Hier sind die Teile eines Generators. Ich habe den Generator gefunden. Okay. Die kann man jetzt hier einsetzen. Wir hatten schon alle vier Teile. Ich dachte, ich hätte nur einen Teil gefunden. Hat noch jemand was eingesammelt, ohne es zu sagen? Ja. Nein. Feuer eingesammelt. Ah ja, okay, das erklärt's. Okay. So wie ich das sehe, müssen wir uns dort einen Weg bauen, richtig? Ja. So, dort vorne fängt, haben wir schon mal anfangen. Wir müssen zu dem Access dort. Dem grünen Schild. Das heißt, pass auf. Nein. So. Und das müssen wir jetzt. Können wir das irgendwie hochfahren? Ihr könnt es nur verschieben, so immer. Oh. Das ist so ein Schiebepuzzle. Oh Gott. Den war ich schon als Kind schlecht. Nee, lass das mal. So, das. Wobei, warte mal. Nee, das kann ja dort gar nicht hin.
Ja, stimmt. Die hätten doch einfach ein Minispiel draus machen können, dass man die Pfeiltasten benutzen kann, ey. Ja. Hi. So. Wir haben's. Jawohl. Hat ja auch gar nicht lange gedauert. Nee. Nee, absolut nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir uns den Weg da unten noch kurz an. Gehen ja einmal durch. Dam, da, da, da. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht. Seht ihr es in der nächsten Folge. Und bis dahin müsst ihr euch leider gedulden. Aber jo. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.